Und jetzt reden wir über LGBTQ, diese Gemeinschaft. Der Westen sagt, sie sagen, dass wir uns hier verändern müssen, dass wir als Kataris aufhören müssen, so zu sein, wie wir sind, wie wir glauben, unsere Religion verändern müssen. Das sagen sie doch, oder? Das sagt der Westen. Uns wird gesagt, wir sollen diese ganze LGBTQ-Gemeinschaft einfach so akzeptieren. Aber wo ist dann mein Menschenrecht? Bleiben Sie kurz bei mir, lassen Sie mich ausreden. Wo ist mein Menschenrecht, auszusuchen, was ich für mein Land, für meine Religion, für meine Familie will? Ich habe nicht das Recht, Ihnen zu sagen, was Sie glauben sollen. Und andersrum haben Sie es auch nicht. Der Westen kann uns das nicht diktieren. Und hier ist eine große Doppelmoral am Werk. Und das prangere ich mit großem Nachdruck an. Moment kurz. Viele Christen in der Welt glauben nicht an die LGBTQ-Gemeinschaft. Also, Moment kurz. Was heißt das? Sie glauben nicht an LGBTQ? Sie sagen, ich soll das legalisieren. Also wenn Sie hierher kommen wollen, na klar, kein Problem. Können uns besuchen, Touristen sein, kein Problem, gerne. Aber wenn Sie mich verändern wollen, meine Religion, meinen Glauben, dass meine Familie sich der LGBTQ-Gemeinschaft unterordnen muss in meinem Land, das Gesetz, alles hier, das islamische Gesetz, nur um den Westen zufriedenzustellen, das ist nicht akzeptabel. Es geht nicht darum, den Westen zufriedenzustellen. Es geht um Menschenrechte. Und die sind für alle gleich. Ja, aber ich habe auch Menschenrechte. Und ich habe das Menschenrecht, auszusuchen, woran mein Land und ich glauben. Lassen Sie mich den Botschafter der WM Katar zitieren. Er nennt Homosexualität geistigen Schaden. Sehen Sie das auch so? Aha. Ich will nicht darüber reden, wie ich jetzt diese Gemeinschaft sehe. Ich sage, als Muslime haben wir religiöse Grundsätze und einer davon ist, LGBTQ abzulehnen. Wir glauben daran, man kann nicht 1 Milliarde Gläubige plötzlich einfach verändern. Das funktioniert so nicht. Erklären Sie mir, warum werden homosexuelle Männer und LGBTQ-Menschen vom Gesetz verfolgt und zum Teil mit der Todesstrafe belegt? Das kann ich nicht kommentieren. Das Gesetz kann ich nicht kommentieren. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, Sie können uns als Westen nicht diktieren, wie wir glauben sollen. Und sagen, ja, Menschenrechte sind wichtig, aber wir haben nicht unser Menschenrecht, selbst zu entscheiden. Hätten Sie ein Problem damit, mit Homosexuellen zu sprechen? Nein, nein, ich habe kein Problem, mit Homosexuellen zu sprechen. Sie können überall hingehen, arbeiten, sie können sich das Land anschauen. Aber warum werden Sie hier in diesem Land bestraft? Das kann ich nicht sagen. Da geht es ums islamische Gesetz. Und das akzeptiert nun mal LGBTQ nicht. Die größte Debatte in diesem Zusammenhang, auch aus der deutschen Sicht, ist die One-Love-Binde. Die FIFA hat das deutsche Team so unter Druck gesetzt, dass sie sie nicht tragen durften. Hätten Sie was dagegen, dass der deutsche Kapitän sie am Donnerstag trägt? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin nicht der, der sich hier äußern sollte. Die FIFA muss das sagen. Aus Ihrer Sicht, der Regierung? Ich habe da keine Meinung, was die anhaben oder nicht. Was immer das Gesetz sagt, daran sollen sie sich halten. Unsere Regierung und diejenigen, die die FIFA-Spiele managen, die müssen das entscheiden. Und die Leute sollen sich halten an die Regeln, die wir dann beschließen. Das würde ich ja auch tun, wenn ich in Deutschland wäre. Ich würde mich auch an ihre Gesetze halten. Und wir erwarten, dass unsere Gäste sich auch an unsere Regeln halten. Denken Sie, weil das auch in Deutschland so viel debattiert wird, dass diese WM auch Katar verändern kann, was die Rechte von Homosexuellen angeht? Oder bleibt das so für Generationen? Naja, genau davon habe ich doch gerade geredet. Sie reden von Arbeitern, die Menschenrechte haben, aber wir Kataris haben keine Menschenrechte. Wie macht das Sinn? Wir haben das Recht, unsere Religion auszuwählen, und sie ist der Islam. Unsere Verfassung basiert auf dem Islam, und das wird sich nicht ändern. Sie sollten sich um Deutschland kümmern, was Deutschland tut, was Deutschland hat. Ja, ich verstehe.
Aber ich sage Ihnen, was ich Ihnen sage, ist, mit unseren Gesetzen wird sich nichts ändern. Wir kontrollieren das Land und wir sorgen für Wachstum hier. Wir haben große Ambitionen für unser Land, sozial und was die Wirtschaft angeht. Und das ziehen wir auch durch. Ich habe mal den Außenminister von Iran gefragt, warum sie Schwule hängen. Er meinte, ja, sie haben andere Gesetze, so wie Sie. Eine moralische Diskussion. Ist es nicht unmenschlich, Menschen wegen ihrer Sexualität umzubringen? Also, das Gesetz wird geschrieben von Leuten, die die Verfassung verstehen und aus Gründen diese Gesetze beschließen, ob es töten oder stehlen oder was auch immer für eine Sünde das ist. Und ich bin nicht derjenige, der da Fragen stellen darf, was richtig oder falsch ist. Nein, nein. Das bildet sich über Jahre heraus. Und es ist das Gleiche in vielen Ländern, die ähnliche Gesetze haben. Unsere Gesetze basieren auf unserer Religion, unsere Verfassung auch. Und darauf sind wir stolz. Wir sind stolze Muslime. Wir sind stolz auf unsere Religion. Wir sind stolz auf unsere Führung und unser Land. Und wir werden das nicht verändern. Wenn Leute das nicht mögen, die Dinge, für die wir stehen, dann haben sie die Wahl, wegzugehen, sich wegzudrehen. Es ist ihr Menschenrecht, nicht zu kommen. Glauben Sie, es ist Doppelmoral, dass Leute Sie kritisieren und trotzdem nach Gas fragen? Na sehen Sie, wir verkaufen Gas. Das ist das kommerzielle Gut, für das wir bekannt sind. Wir verkaufen Gas an alle. Alle Farben, Rassen, Nationalitäten, an alle. Und es ist uns ganz egal, wer es kauft. Wir machen in Business keinen Unterschied. Wenn wir anfangen zu mischen, Politik und Wirtschaft, das würde bedeuten, dass immer wenn eine Regierung woanders sich verändert, alle 4 Jahre, von grün zu liberal zu demokratisch, wie auch immer, dass wir dann neu verhandeln müssen. Das wollen wir nicht. Je nachdem, was die neue politische Agenda ist. Und dann würden wir einfach die Gaslieferungen aufhören oder wie? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. So funktioniert das nicht. Business ist Business. Wir kaufen Produkte aus Deutschland. Egal wie Deutschland sich politisch aufstellt, wenn man einen Mercedes kauft, egal wo auf der Welt, dann kauft man einen Mercedes. Egal von wem, es ist ein Mercedes. Das gleiche gilt für Gas. Wir verkaufen es an alle Länder und haben eine komplette Trennung von politischen Dingen und Wirtschaft. Über 20.000 israelische Fans sind hier. Haben Sie einige von denen auf der Straße gesehen? Nein, habe ich nicht. Für mich ist das ein bisschen schwierig. Sie sollten andere Kataris fragen, weil ich nicht so viel auf der Straße unterwegs bin. Mein Job ist in erster Linie Elektrizität, Gas, Diesel und ich muss das Land einfach am Laufen halten. Deswegen bin ich nicht den ganzen Tag unterwegs im Stadtverkehr, wenn Sie verstehen. Was würden Sie tun, wenn Sie einen Israeli auf der Straße sehen würden? Mit Ihnen reden? Ich würde nichts tun. Wenn Sie mit mir sprechen, würde ich zurücksprechen, ja. Einige Bilder sind aufgetaucht, wie Israelis bedrängt werden. Andere Bilder zeigen gemeinsames Feiern mit anderen Nationen. Was wünschen Sie sich für die nächsten Wochen der WM? Ich will, dass Leute die Spiele genießen. Ich glaube, dass es fantastisch gelaufen ist bis jetzt. Ich bin sehr stolz und wir haben es alle sehr genossen. Ich habe Kinder, sie lieben Fußball, sie lieben die Spiele, schauen jedes Spiel. Wir haben das als Familie genossen, als Individuen auch. Und auch als Unterstützer der verschiedenen Clubs, als Individuen. Und wir unterstützen natürlich alle die verschiedenen Mannschaften. Natürlich ist es schade, dass wir jetzt raus sind. Es war toll für unser Land, mal dabei sein zu dürfen. Jetzt kommen wir leider nicht weiter in die nächsten Runden, aber wir unterstützen verschiedene andere Teams, das wissen Sie. Viele Menschen hier sind Messi-Fans, Ronaldo-Fans, diese großen Spieler für verschiedene Länder. Ich möchte, dass Menschen hierher kommen, die Spiele genießen, das genießen, was wir hier zur Verfügung stellen, durch die Straßen zu gehen. Wir sind ein sehr liberales Land. Wir heißen Leute willkommen. Sie sind kein liberales Land, wenn Sie sagen. Also kommen wir mal auf das alte Gespräch mit den homosexuellen Rechten zurück.
Doch, doch, wir sind schon ein liberales Land. Wir sind ein liberales Land, denn wenn ein Land Fremden erlaubt, hierher zu kommen und zu tun, was sie wollen, innerhalb der Gesetze, und Menschen willkommen zu heißen, egal woher sie kommen, dann ist das doch liberal. Es ist uns doch egal, ob sie Christ, Atheist, Moslem sind, LGBTQ, ganz egal. Solange sie sich hier an die Gesetze halten, können sie machen, was sie wollen und herkommen. Und die meisten Menschen, die hier sind, werden die Gastfreundschaft der Kataris sehr genießen. Daran glaube ich ganz fest. Und eine gute Zeit haben. Und ich glaube, dass sie gute Erinnerungen mit sich wieder nach Hause bringen werden.